Kommt Michael in GTA 5 online? Das ist eine Frage, die wir uns jetzt schon etwas länger stellen. Und genau darum geht es heute. Franklin und Trevor sind ja schon im Online-Modus, aber kommt Michael auch noch? Genau das werden wir heute aufklären. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge GTA 5 Online. Es dreht sich heute einiges um Michael. Und zwar, der Punkt bei Michael ist, er hat seit 2013 ein und dasselbe Handy. Warum? Michael, du bist Millionär und hast seit 2013 das ein und selbe Handy. Wie kann das sein? Das, meine lieben Freunde, ist ein Easter Egg von Rockstar Games, was Rockstar Games 2013 direkt reingehauen hat. Es war einer unserer ersten Easter Eggs, die wir jemals in GTA 5 hier im Online-Modus hatten. Einige Easter Eggs kamen erst danach mit der Zeit. Und es gibt ja wirklich eine Menge Easter Eggs. Es gibt hier eins am Mount Chiliad, es gibt eins im Motel, es gibt wirklich überall Easter Eggs, wozu ich auch schon mal ein extra Video gemacht habe, zu einem Easter Egg, was mich wirklich sehr interessiert hat, wo nämlich ein Zeitungsausschnitt von einem Charakter auftaucht, den wir aus der Story von GTA 4 kennen. Darum geht es heute aber nicht, sondern es geht, wie gesagt, heute um Michael. Kommen wir dafür aber einmal ganz kurz zu dem lieben Franklin. Und zwar, wenn wir bei einer Franklin und Lamar Mission, beziehungsweise nur bei einer Franklin Mission unterwegs sind, bei einer bestimmten Mission fahren wir mit Golffahrzeugen. Ich glaube, es ist sogar die Golf-Mission. Ich weiß es nicht, ich habe sie nicht gespielt. Jedenfalls hören wir, wenn wir durch das Filmstudio fahren, Franklin sagen, oh scheiße, ich habe hier einen Kumpel, der hier arbeitet. Ich hoffe nur, dass er heute nicht arbeitet und mich hier sieht. Wen meint Franklin damit? Meint er irgendjemanden, den wir noch nie gesehen haben, oder meint er Michael? Wir wissen ja, dass Michael aus der Story, dass Michael Kontakte hat. Kontakte. Und zwar gute Kontakte. Da er in dem Filmstudio arbeitet als, wie soll ich sagen, Regisseur, sage ich jetzt einfach mal. Regisseur. So komplett behindert gesagt, aber es ist so. Michael arbeitet wirklich als Regisseur im Filmstudio. Wie wir das auch aus der Story kennen, er ist Filmproduzent. Und ich finde das sehr, sehr komisch, dass dieser Satz ausgerechnet von Franklin rausgehauen wird. Das heißt, wir können, das ist übrigens, viele haben sich gefragt, ob Michael eigentlich tot ist. Weil man hat ja auch am Ende der Story diese Missionsentscheidung, wen man umbringt. Entweder Trevor oder Michael. Michael lebt also noch, ihr habt den Beweis durch den Spruch von Franklin, wissen wir ganz genau, Michael kommt in GTA 5 online und das zu 90%, meine Damen und Herren. Ich bin mega gehypt drauf, was man da mit Michael machen kann, ob man für Michael dann auch nochmal extra Missionen hat oder auch so Attentatsmissionen, irgendwas, aber ich denke, das wird ein wenig langweilig. Ja, wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da und aktiviere auch die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. So, meine Damen und Herren, es geht zurück zum Michael DLC. Dieses Update könnte gut möglich sein, dass es mit dem The Contract DLC rauskommt. Beziehungsweise es ist ja schon draußen, aber dass Michael jetzt einfach nochmal so
wie soll ich sagen, hinzugefügt wird oder beziehungsweise einfach mal reingebeamt wird. Vielleicht kommen auch noch ein paar neue Missionen und da wären wir beim Thema, was auch teilweise mit Michael zusammenhängt. Und zwar bekommen wir, beziehungsweise können wir uns auf einen neuen Gegnermodus freuen. Ja, ihr habt richtig gehört, es erscheint ein neuer Gegnermodus, der zum The Contract DLC gehört. Dieser Gegnermodus ist für jeden spielbar, auch für den, der keine Agentur hat. Es wird einfach ein ganz normaler Job sein, wie Korrupter Cop oder Lasterhaft. Und falls ihr euch fragt, es fehlen doch ein paar Jobs, tatsächlich ist es so. Rockstar Games hat auch wieder die Versus-Jobs alle rausgenommen. Die sind jetzt mittlerweile seit fast 2 Monaten nicht mehr verfügbar. Was soll das? Was macht Rockstar Games mit den Versus-Jobs? Rockstar Games bearbeitet eigentlich alle Versus-Jobs, da diese hauptsächlich zum Glitchen von Outfits genutzt werden, wie zum Beispiel zu dem Polizei-Outfit oder auch für ein Outfit, wo man eine ganz spezielle schusssichere Weste drauf glitchen kann. Rockstar Games wird diese Glitches zu 100% beheben, das kann ich euch sagen, und ich weiß leider auch nicht, ob diese Versus-Jobs, ob wir diese Jobs jemals wieder sehen werden. Aber ich kann euch sicher sagen, dass Michael kommen wird. Allein, Leute, seid mal ehrlich, allein durch diesen Spruch, wo Franklin rausgehauen hat. Allein nur durch diesen Spruch. Es muss so sein. Es muss so sein. Wenn man ja, es ist. Ich feier's trotzdem. Dann what's going on? Nämlich, nein, jetzt rufe ich Lamar an. Ich Idiot. I ain't got time for this shit today, homie. I'm out. Ja, Leute, wie gesagt. Das sind halt so ein paar Sachen, die mich interessieren. Jetzt habe ich wieder komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ihr wisst, ich bin vergesslich. Und das yo, what you need? Stark. Nein, all ich habe keinen Alzheimer. See, get some cooking. Hey, ich freue mich so dermaßen auf Michael. Dann geht es jetzt noch mal eine Info zum Caio Perico in Open Lobby betretbar. Ihr habt richtig gehört, dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, wozu ich aber keine konkreteren Informationen hatte, habe etc. Jetzt habe ich aber eine neue Information für euch. Und zwar hätten wir es uns eigentlich denken können, dass Rockstar Games Caio Perico in die Open Lobby bringt. Dazu gab es, wie ich festgestellt habe, nämlich Easter Eggs. Ja. Aber diese Easter Eggs wurden leider Gottes entfernt. Nachdem Caio Perico in erschienen ist, wurden diese Easter Eggs 2 Wochen später von Rockstar Games rausgenommen, da man es eigentlich vermeiden wollte, dass man entdeckt wird oder dass man das entdeckt, dass Rockstar Games das eigentlich vorhat. Rockstar Games hatte dies ja eigentlich ursprünglich von Anfang an vor, die Insel in Open Lobby, also öffentlich betretbar zu machen. Und wie gesagt, man wird da wahrscheinlich auch mit der Flugzeugkatze hier hinfliegen oder so. Aber man kommt drauf, wäre auch cool für RP, wenn sie es nicht verkacken. Ich hätte mir wünschen, dass man selber da drauf fliegen kann, einfach mit dem Flugzeug, wie man, keine Ahnung, nach Paletto Bay hochfliegen kann. Einfach ganz normal fliegen. Würde ich mega feiern. Ich meine, ich finde es schon mega cool, dass man das U-Boot selber fahren kann und damit auch ein bisschen schießen kann und so. Feiere ich ganz persönlich. Das waren meine neuesten Info. Beziehungsweise war das kein, es war schon eine Info mit diesem Easter Egg. Aber, ja, wie gesagt, das war es jetzt auch schon wieder von meiner Seite. Ihr müsst dieses Easter Egg auf jeden Fall mal beobachten von
dem guten Michael, was er da tatsächlich macht, da sein Handy tatsächlich wirklich noch vom Jahr 2013 hat. Die könnten mal sonst noch so ein bisschen auf die Easter Egg Jagd gehen, um zu gucken, was ihr dann da noch so Hübsches findet. Und wie gesagt, lasst einfach auch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um solche Sachen auch einfach nicht mehr zu verpassen. Schreibt natürlich auch eure Wünsche in die Kommentare. Ich verabschiede mich. Haut rein. Euer Jutzmatto. Ciao.